Bis auf, dass die Schrift für dich in Blau irgendwie nicht so ganz dazu dem Rest passt, hoffe ich, dass euch das Intro genauso gut gefällt wie mir. Obwohl ich auch jetzt wieder sagen muss, also irgendwas stimmt hier an den Lautstärkenregelungen nicht. Audio 2, Medienquelle. Doch, das ist richtig eingestellt. Die höre ich viel leiser, als dass sie tatsächlich ist. Also ihr hört die viel lauter als ich. Normal kann ich hier mit den Reglern von OBS, kann ich das einstellen, aber die sind beide gleich hoch. Ich bin verwirrt. Naja. Egal. Lass uns einfach mal hier weitermachen. Hier. So, und damit sage ich Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Requiem. Und ich gucke nochmal auf die Lautstärke. Ich glaube, ich muss noch mal leiser werden. Nicht mehr viel, aber noch ein bisschen. So. Und hier sind wir letztes Mal aufgehört. Wir nähern uns langsam den Turm des Magisters. Und ich habe noch immer gewonnen. Oder eigentlich schon wieder, weil ich hatte es fast weg. Und dann war ich auf der Nikolausfeier, Samstagabend. Und danach, ja, war sie wieder da. Was soll ich euch sagen? Irgendwie habe ich anscheinend zu kalt bekommen. So, ich guck mal gerade. Okay, warum geht die Kamera nicht an? Ich kann das Licht. Aber eigentlich müsste Text an. Anscheinend funktioniert der Button mit der Kamera an nicht mehr. Okay, muss ich überholen. Ja, gab ja wieder was Update, ne? Also, jedes Update war was Neues. So. Was mich ein bisschen entsetzt, ist ja wirklich, dass die Stadt doch relativ groß erscheint. Nicht unbedingt schlüssig, dass man sowas verstecken kann. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Ich war aber stecke noch am Ausschalter vom Mikro. Könnte man? Nein. Oh, Leute, es tut mir leid. So, da bin ich wieder. Weil ich ja wirklich geschickt finde, wie die Steine hier aussehen, ne? Also die sehen ja wirklich hervorragend aus. Was so ein bisschen nicht schlüssig ist, warum die Stadt so zerfallen ist, wo sie doch ja eigentlich bewohnt ist. Und was auch nicht schlüssig ist... eigentlich recht schön. Vor dem Biss, ja. Ja, aber so schnell kann das ja nicht zerfallen. Das macht einfach keinen Sinn. Da kann man durch, da kann man durch... Hier kann man komischerweise nicht durch. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Ah, ein Pflänzchen. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt Falkraut. Weiter. Ja. Okay. Geht hier runter. Okay. Das ist neu. Es gibt mehr Routen. Warum? Verschlossen. Okay, da kommt man nicht durch. Mal sehen, was da drin ist. Ein Pflanzengarten. Eine improvisierte Kapelle. Willst du beten? Wenn du meinst, es könnte helfen? Danke,
Wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Ja, aber warum? Warum gibt es diese Stelle? Was für ein Sinn? Übersehe ich was? Ja, warum? Warum geben sich die Programmierer so viel Mühe, so einen Teil, so eine Kapelle zu verstecken, wenn hier man eigentlich gar nichts machen kann? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Hier ist nichts. Wenn da irgendwas wäre zum Antecken, wäre da ein Kreis. Ich muss schon wieder schnaufen. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja einen Rückweg. Genauso wie ich das Gefühl habe, dass diese Tür ja auch irgendeine Funktion haben wird. Da oben ist ja auch irgendwas, was leuchtet. Das heißt, es geht ja auf jeden Fall irgendwie da hoch. Es gibt ja hier jede Menge Wege, ne? Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten sie diesen Ort für sicher? Gott, jetzt bin ich aber echt unsicher, wo es weitergeht. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Das da unten ist, glaube ich, auch eine Sackgasse. Nee, ist Turm nicht. Immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Kann ich wieder zurück? Nö. Ja, wenn das war jetzt, das war jetzt Verarsche. Dann müssen wir neu starten. Ah, geht nicht. Ah, die Gemeinen. Die Gemeinen. Das kann doch nicht sein. Boah, das wäre jetzt aber arschig. Kapitelauswahl, Neuankömmlinge. Ignifier, Gladiatoren. Die Feier ist viel zu früh. Geht nur hier. Ah, jetzt geht's doch wieder von vorne los. Okay. Oder? Aber es geht doch zurück. Nein, es geht nicht zurück. Er lässt mich nicht zurück. Also jetzt sieht der Ausgang offen aus, aber er lässt mich nicht zurück. Nein, wie arschig. Nein, wie arschig. Also das, ja. Okay, ich wollte aber nicht da drunter. So, ja, nochmal hallo. Was soll ich sagen? Ja, inzwischen ist der Rechner zum vierten Mal abgekackt. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung.
Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Boah, Scheiße! Ich mach kurzen Prozess mit euch! Dahinter seid ihr nicht lange sicher! Nein! Aua! Im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Was? Aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen fliehen. Ihr kriegt mich nicht. So wird er es nie herrschaffen. Okay. Hier weiter. Hilft uns das was? Nein. Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo zum Teufel kommen die alle her? Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß nicht mehr. Ungeziefer! Mich kriegt ihr nicht! Ihr seid hier falsch. Okay. Klar. So ein kleines, schmales Sträßchen an Möglichkeit, wo die noch durch konnten. Tja, wie löse ich das? Drecksratten. Der einzige Weg runter scheint hier zu sein. Na, was ist? Bin ich zu weit weg? Der Bogenschütze. Der sieht mich, sobald ich hier um die Ecke komme. Weil ich Feuer anzünde, das nutzen die Gegner genauso gut wie ich. Aber es kann eigentlich keine andere Lösung geben. Was ist das? Na, egal. Nein. Verplemperte Zeit. Hmm.
zum Teufel kommen die alle her? Wenn ich was auslöschen könnte, ne? Ihr kriegt mich nicht! Was ist hier los? Ich sehe mal nach. Er kommt her. Eindringlinge! Verdammt! Hier da! Haltet die Eindringlinge auf! Ich schnappe ich dir! Nein! Amicia! Ich bin zu blöd. Ich sehe die Lösung nicht. Die Lösung nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Mistviecher. Also die Idioten können jederzeit da durchlaufen. Das heißt, ich muss von den Leuten nicht gesehen werden. Aber wie war das noch? Ah! Stein werfen, Stein mit Schleuder. Nee, ich will nicht Stein mit Schleuder, ich will Feuer mit Schleuder. So. Treffe ich das, ja. Was ist das? Ein Geräusch. Alle Mann herhören! Eindringlinge! Ah! Sie haben uns! Kommt mit! Der Hund! Ah! Das war erst der Anfang! Hi. Hi. Alea ist beim Reiten. Hä? Alea ist beim Reiten, die musst du abholen. Jetzt? Hässliches Ende. Ihr kriegt mich nicht! Bitte? Die hat zu mir gesagt, 7:30. Hat er mich nicht gehört, wenn ich das von hier aus mache. Aber was nützt mir das, was ich hier gerade mache? Gar nichts. Klingt so, als hätte es einen erwischt. Ausschwärmen, die sind noch hier!
ich jetzt wirklich einen losgeworden bin? Es klang so. Zwei. Chance hier wegzukommen gleich null gerade. Die Bastarde sind weg. Ja, ich weiß. Wir sind gut gelaufen. Wenn wir jetzt an der richtigen Stelle wären, dann hätten wir sogar einen Benefit davon, weil ihr sucht uns hier. Und dann wären wir da drüben und wären schon durch. Aber nein. Sind wir ja leider nicht. Wenn ich die ganze Zeit so hocken müsste, wie die Amicia hier hockt, ich sag euch. Wo zum Teufel kommen die alle her? Hätte ich einschlafende Füße. Zeitverschwendung. Ja, sehe ich auch so. Dann verpisst euch doch. Gott, verdammt, ey. Hier ist nichts. Ja, das habt ihr jetzt schon dreimal festgestellt. Also verschwindet doch endlich mal. Geht wieder zurück auf eigentlich besser ganz woanders hin. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Geht ein Bier trinken. Bier trinken ist eine super Idee. Ja, die Bastarde sind weg, deswegen lohnt es sich nicht mehr hier zu suchen. Ihr könnt euch verpissen. Was sie aber irgendwie nicht tun. So lange bis da unten. Hier ist nichts. Ja, dann geht doch woanders suchen, wenn hier nichts ist. Man seid ihr denn dämlich? Ihr seid KI. Wenn ihr beide mal in eine Richtung gehen würden, ne? Könnten sich da drüben verstecken. Wir könnten uns so ziemlich überall verstecken, weil ihr dämliche Sucher seid. Aber mal davon ganz abgesehen. Na, sollten sie jetzt beide in die gleiche Richtung gehen? Oh ja, das sieht gut aus. Einfach. Hier ist alles sauber. Genau. Sehe ich schon, wir verstehen uns. So, jetzt geht er nach nebenan. Jetzt, wo ich hier bin. Ich habe noch nie so viele gesehen. Was ist los? Verdammte Ratten. Dieser Ort ist verflucht. Dieser Alchemist, wer steckt dahinter? Also sie haben es ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad übertrieben. Möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal ganz pauschal feststellen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Unterschied war zwischen diesen beiden Stellungen. Ich stand ja eben mehr hinten, jetzt stehe ich mehr vorne. Aber ich glaube, jetzt hat die KI kapiert, dass sie zurückgehen soll. Jetzt hat sie kapiert, was sie eigentlich tun soll.
Bis gleich. Vielleicht können wir uns mal hier ranschleichen. Oh, hier sind auch schon welche. Das ist blöd. Was ist der Wichser denn hin? Ich geh mal weiter. Jetzt werde ich frustriert. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Bleib in Sicherheit. Ihr versteckt euch, wird euch nicht nützen. Also noch nützt es uns sehr viel. Ah, super. Ja, ich würde mal sagen, an der Stelle, ich ende mal die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss.